bis zum Guantanamos, die Präsident Obama jetzt angeordnet hat. Dort wurden an die 800 Gefangene aus dem sogenannten Krieg gegen den Terror weggesperrt außerhalb des Rechtsstaats. Meist aufgrund von Denunziationen, ohne Beweise, ohne Anklage, aber mit Misshandlungen bis hin zur Folter. Jetzt sind noch immer 250 Gefangene dort, nur gegen etwa 50 von ihnen gibt es einen ernsthaften Verdacht. Die anderen sitzen fest, weil sie nicht in ihre Heimatländer zurück können, weil sie dort weitere Misshandlungen erwarten und weil kaum ein anderes Land bereit ist, sie aufzunehmen. Christa Hoffmann hat mit einem Mann gesprochen, der 7 Jahre in Guantanamo verbracht hat, obwohl ein Gericht ihn für unschuldig befunden hatte. Sieben lange Jahre war Mustafa Ait Didir nicht bei seiner Familie. Seine Söhne waren 4 und 2 Jahre alt, als er weg musste. Der Jüngste noch nicht geboren. Ihn hat er selbst erst vor kurzem kennengelernt. Mustafa stammt aus Algerien. Er ist mit einer Bosnierin verheiratet, hat die bosnische Staatsbürgerschaft und lebte schon seit Jahren in Bosnien, als das geschah, was sein Leben zerstören sollte. Er wurde des Terrorismus verdächtigt und ins amerikanische Gefangenenlager Guantanamo geschafft. Wir treffen Mustafa in Sarajevos Altstadt. Vor 3 Monaten erst ist er freigekommen. Die Jahre in Guantanamo haben tiefe Narben hinterlassen. Schmerzhafte Erinnerung an das Leben, wie es früher war. Ich war früher oft hier. Meine Kinder haben die Tauben gefüttert. Wir haben in den Restaurants hier gegessen, sind am Basar spazieren gegangen, waren im Kaffeehaus. Es war ein normales, ein schönes Leben. Und jetzt ist alles anders. Es war im Oktober 2001, wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September. Der Schock saß tief. Auf der ganzen Welt sucht man nach Terroristen. Mustafa wird festgenommen. Die Verdachtsmomente, seine algerische Herkunft und sein Computerjob bei einer saudi-arabischen Firma. Während des Bosnienkrieges Anfang der 90er Jahre waren Moslems auch aus Algerien gekommen, um mit ihren Glaubensbrüdern zu kämpfen. Viele sind geblieben. Zur Sorge des Westens, der eine schleichende Islamisierung befürchtet. Auch wenn er kein Kämpfer war, Mustafa geriet ins Visier und in die Mühlen von Guantanamo. Für ihn und seine Familie begannen schwere Zeiten. Für meine Familie war es sehr hart. Ich konnte nicht bei ihnen sein. Ich war in Guantanamo, ohne Grund. Meine Frau war noch Studentin. Sie musste studieren, arbeiten und die Kinder aufziehen. Alles zur selben Zeit. Wie ist es zur Festnahme gekommen und zur Überstellung an die Amerikaner und nach Guantanamo? Sie haben gesagt, wir hätten einen Anschlag auf die amerikanische Botschaft geplant. Aber es gab keinen Beweis, nicht einmal ein Indiz. Es kam zu keiner Anklage. Das Höchstgericht in Sarajevo hat uns freigesprochen. Aber die bosnische Regierung hat uns trotzdem ausgeliefert. Die Amerikaner haben Druck gemacht und gedroht, andernfalls ihre Botschaft zu schließen, die Truppen abzuziehen und es könne wieder Krieg geben in Bosnien. Der österreichische Diplomat Wolfgang Petritsch war damals hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina. Er musste die Auslieferung geschehen lassen, unter dem Druck der USA, gegen seine Überzeugung. Es war für mich natürlich ein Riesenproblem, auch eine grundsätzliche Entscheidung, hier eine offensichtliche Übertretung aller Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit sozusagen hinnehmen zu müssen. Natürlich wäre eines sofort passiert, und das hat mir auch ziemlich unzweideutig von amerikanischer Seite bedeutet, dass die USA dann die Unterstützung sowohl für mein Büro, für die Mission, als auch für Bosnien insgesamt zurückziehen würden. Und das konnte ich einfach nicht aufs Spiel setzen, klarerweise. Zur selben Zeit war der Völkerrechtler Manfred Novak Richter in Bosnien am höchsten Gericht für Menschenrechte.
Er hat versucht, die rechtswidrige Auslieferung an die Amerikaner zu verhindern. Vergeblich. Und wir haben dann eine einstweilige Verfügung herausgegeben, haben gesagt, diese Menschen dürfen nicht außer Landes gebracht werden, bis wir den Fall nicht entschieden haben. Die sind dann freigelassen worden von dem bosnischen Gericht. Und auf der anderen Seite in Sarajevo standen amerikanische Soldaten und haben sie festgenommen, ins Flugzeug gesetzt. Sie sind damals nach Guantanamo gekommen und sitzen zum Teil auch heute noch. Als damals bekannt wurde, dass Mustafa und 5 weitere Männer ungeachtet des Freispruchs an die US-Truppen übergeben werden sollten, protestierten tausende Menschen vor dem Gericht. Die Auslieferung konnten auch sie nicht verhindern. In Guantanamo begann ein Alltag im rechtsfreien Raum. Verhöre unter Folter, Waterboarding, sprich simuliertes Ertränken, Isolations- und Dunkelhaft, Prügel, Erniedrigungen. Die Wachen haben uns attackiert und geschlagen. Sie haben mir die Finger gebrochen. Meist kamen sie zu 7 oder 8, ich war an den Händen gefesselt. Sie haben mich niedergeworfen und auf meinen Kopf getreten. Meine linke Gesichtshälfte war daraufhin für Monate gelähmt. Im Vorjahr endlich erhält Mustafa das Recht, die Bush-Regierung auf Haftprüfung zu klagen. 7 Jahre der Rechtlosigkeit kommen zu einem Ende. Das amerikanische Höchstgericht verfügt, dass die Gefangenen von Guantanamo sich an US-Gerichte wenden dürfen. Dann geht alles schnell. Es gebe keinen Beweis, dass Mustafa an möglichen Anschlagsplänen beteiligt gewesen sei, schreibt der Richter. Er erklärt die Haft für ungesetzlich und ordnet die sofortige Freilassung an. Späte Gerechtigkeit. In all den Jahren hat Mustafa die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich hatte immer Hoffnung, weil ich wusste, dass ich nichts getan habe, aber ich wusste nicht, wie lange das noch dauern würde. Die Zeit in Guantanamo ist wie ein Stigma. Es ist schwierig für mich, Arbeit zu bekommen. Private Firmen vor allem wollen niemanden, der in Guantanamo war, auch wenn er unschuldig ist. Denn sie fürchten, dass die Regierung sie dann im Visier hat und genau unter die Lupe nimmt. Deswegen lehnen sie uns ab. Mustafas Geschichte ist kein Einzelfall. Mehr als 800 Männer und Burschen wurden in Guantanamo festgehalten. Der Großteil von ihnen gilt heute als unschuldig bzw. ungefährlich. Viele wurden nach Jahren der Gefangenschaft mittlerweile wieder in ihre Heimatländer gebracht. Doch etwa 60 Gefangene, deren Freilassung bereits verfügt ist, können nicht hinaus, weil ihnen in ihrer Heimat Verfolgung und Folter droht und sich bis jetzt kein Drittstaat gefunden hat, der sie aufnehmen würde. Viele Menschen waren wirklich einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und sind gegen hohe Geldsummen verkauft worden an die Amerikaner. Und das muss dann auch an die Öffentlichkeit kommen. Da muss man dann auch klar dahinter stehen, das war ein Fehler, den wir gemacht haben. Diese Menschen sind unschuldig. Sie müssen rehabilitiert werden. Und dann sollte es auch leichter sein, für europäische Staaten zum Beispiel, sie auch aufzunehmen, wenn man nicht mehr die Angst haben muss, vielleicht sind das doch verkappte Terroristen. Es ist ein langer Weg, die Erinnerung an die Gefangenschaft zu überwinden, sagt Mustafa Ait Idir. Und genauso schwierig ist es, wieder in ein